Als nächstes haben wir in etwa einer halben Stunde Mink DeVille auf der Bühne und das bedeutet einen Sprung von Northern Ireland direkt nach New York City. Also die Zeit ist etwa richtig, es ist jetzt 10 vor 12 oder 12 vor 12 und das ist in New York die Zeit, wo man sich noch überlegt, gehen wir heute Abend aus, gehen wir vielleicht in einen Club, ja, was wird denn angeboten? Dann, wenn man sich entschließt, geht man runter, setzt sich in ein Taxi und dann fährt man zu einem Club und da geht man rein und guckt so, was eigentlich los ist. Und da könnte man sich vorstellen, spielt eine Band wie Mink DeVille. Also das in etwa in einer halben Stunde. Für Leute, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, wir befinden uns mitten in der 9. Rocknacht, live aus der Kruger Halle in Essen. Draußen die Halle ist ausverkauft, übrigens schon lange vorher, bevor überhaupt bekannt war, wer in dieser Rocknacht auftreten wird. Es wird also umgebaut auf unsere nächste Gruppe, das heißt, wir kommen zu den Einspielungen. Und da möchte ich einen Hinweis geben für unsere Radiohörer. Die ganzen Einspielungen werden in Mono sein, also wundert euch nicht, wenn der Ton aus der Mitte kommt. Alan. Thank you, Albrecht. The undertones, what can you say? More of that later. We'll get them out here in a minute to come and have a chat. And we'll probably get up some fun as well. For anybody that may have just got back from another planet, you might not know that people have been celebrating in Germany, in fact, this part of Germany, certainly since about 5 o'clock this afternoon when FC Cologne beat Bayern München 4-0. Well done, lads. Well done, lads. 4-0. I just thought I'd rub it in because I live in Cologne and everyone's been celebrating down there and the celebrations are going to go on through the night here, certainly. We're going to change the stage over now for Mink DeVille. They'll be on stage in about half an hour's time. And as usual, we've got various things planned to do before then. And it's all really tight this time. Just watch out because it's going to come in a minute. But we'll start off with something from the Stray Cats. Yeah, Stray Cats have class and Stray Cats have style. He said it. One we call Stray Cat Strum.